Ich bin seit 2014 im Stadtrat. Ich weiß, was man da abbekommt. Auch die meisten Bundestagsabgeordneten haben in der Kommunalpolitik begonnen. Es hat einen Schwachpunkt. Man ist nah, man ist angreifbar. Als Kommunalpolitiker lebt man nicht von der Politik. Man ist hauptberuflich noch meistens in dem Ort, wo man auch kandidiert, tätig. Das heißt, die Menschen kennen einen, das heißt, die Menschen wissen, wo man einen antrifft. Und wenn Leute mit dir zum Beispiel ein Problem haben und wissen, welche Bäckerei du anstehst, dann kann das schon sein, dass die dann morgens auch da stehen. Das muss nicht heißen, dass da unbedingt was passiert, aber allein die Anwesenheit, wir wissen, wo du bist, dann können wir uns dich irgendwann krallen. Das bewirkt bei manchen Kommunalpolitikerinnen und Politikern was. Das heißt jetzt nicht, dass da unbedingt was passiert, aber es zerrt schon an den Nerven, die Gewissheit zu haben, dass da irgendwas passiert. Gerade wenn Menschen dir irgendwie Nachrichten schreiben, wir wissen, wo du wohnst, wir wissen, wo du arbeitest, wir wissen, wo du deine Freizeit gestaltest. Ich stelle im Stadtrat pro-migrantische Forderungen auf, da sind Anfeindungen vorprogrammiert. Im Grunde seit 2014 stoße ich immer wieder auf große Gegenwehr, sobald es nur ein bisschen pro geflüchtete Arbeit geht. Das Traurige, die laute Wut wirkt. Mittlerweile ist nach rechts so vieles sagbar, dass auch Kolleginnen und Kollegen sich nicht mehr klar und deutlich dagegen stellen. Die Wut wirkt. Einschüchterungen können auf verschiedenen Ebenen wirken. Auf den, die Einzelne, aber auch auf Angehörige und auf das Umfeld, auf FreundInnen zum Beispiel. Und nicht zuletzt auf die Community und auf die Gesellschaft. Wir bei Backup unterstützen Menschen, die rechtsextreme, rassistische oder antisemitische Gewalt in Westfalen-Lippe erfahren haben. Dabei erleben wir, dass diese Gewalt sehr unterschiedlich auf diese Menschen wirkt. Das kann Schock sein oder Unsicherheit, Zweifel an der eigenen Handlung oder am eigenen Aktivismus. Die eigene Lebensrealität wird dabei hinterfragt und ist bei manchen sogar erschüttert. Es kommt auch zu Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Appetitlosigkeit, Schwitzen, Zittern oder zu Depressionen. Ein Effekt auf Angehörige oder auf die Gesellschaft kann Entpolitisierung sein. Das sollte nie bagatellisiert werden. Als politisch aktive Person ist mir wichtig, dass ich sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern bin. Deshalb habe ich auch von Beginn an meine Kontaktdaten veröffentlicht. Ich bekomme sehr viele E-Mails, ich bekomme sehr viele Anrufe, ich bekomme sehr viele Anfragen über Facebook. Und es ist auch ein gutes Gefühl, dass man den Menschen auf kurzem Wege und auch sehr nah helfen kann. Aber auch in der letzten Zeit ist sehr viel Hass, sehr viel Drohung und Beleidigung darunter. Ich mache mir schon Sorgen um den Nachwuchs in der Kommunalpolitik, weil die Kommunalpolitik so wichtig ist für die Bürgerinnen und Bürger. Dort fängt Politik ganz unakademisch an, auf einfacher Sprache. Auf der anderen Seite bin ich besorgt, dass gerade dieser Nachwuchs massiv abgeschreckt wird vom Wielen, Wut und Hass, dem ihnen entgegengebracht wird. Natürlich kann ich auch verstehen, dass manche diesen Druck nicht aushalten können. Aber was ist denn, wenn wir nur noch die Lauten und die Abgebrühten in der Politik haben? Wir brauchen auch die Stillen in der Politik. Die Voraussetzung für politisches Engagement bringt jeder und jede mit. Wir arbeiten vor allem entlang der Prämisse, wer politisch aktiv sein möchte, sollte das umsetzen können. Wir fragen Beratungsnehmende, was sie nach Einschüchterungen brauchen, um trotzdem weiterhin aktiv bleiben zu können, wenn sie das auch möchten. Für uns gilt, auch Rückzug ist eine Option und stellt keine Schwäche dar. Die Entscheidung liegt allein bei den Beratungsnehmenden. Dabei spielt die Resilienz eine Rolle. Resilienz ist ein Fachbegriff aus der Psychologie und beschreibt die Widerstandsfähigkeit, um auf mögliche traumatische Erlebnisse zu reagieren und langfristige Folgen abzuwenden. Die Vielfalt der Gesellschaft muss sich in der Politik abbilden. Die aktuell überrepräsentierten Gruppen dürfen die Politik nicht beherrschen. Durch die Diversität kommen auch verschiedene Perspektiven zur Geltung. Jede und jeder kann gute Ideen für politisches Engagement haben. Und gute Ideen müssen unabhängig von der Resilienz der Person eingebracht werden können. Manchmal setzt sich eine Idee nur deshalb durch, weil sie selbstbewusst oder weil sie laut vorgetragen wurde. Ich glaube, viele schrecken davor zurück, Anfeindungen anzuzeigen, weil sie nicht wissen, was das mit sich bringt. Welche Folgen hat es zum Beispiel, wenn ich eine Anzeige mache? Mache ich mir damit vielleicht noch mehr Feinde?
Wer bekommt Akteneinsicht bei der Polizei? Oder welche Daten werden für wen einsehbar? Das Vertrauen teilweise in Strukturen ist angekratzt. Wenn ihr eine Anzeige stellt, dann ist es wichtig zu wissen, dass ihr diese nur in wenigen Fällen wieder zurücknehmen könnt. Das heißt, ihr gebt das Verfahren aus der Hand und die Ermittlungsbehörden werden aktiv. Danach seid ihr maximal noch als Zeugen oder Verletzter am Strafverfahren beteiligt. Betroffene fragen sich häufig, welche Daten sie von sich preisgeben müssen und wie das weitere Verfahren abläuft. Nun, euren Namen müsst ihr mindestens preisgeben. Die Empfehlung lautet aber, eure private Anschrift niemals ohne Not herauszugeben. Das ist zumindest am Anfang des Strafverfahrens nicht notwendig. Es kann passieren, dass die Ermittlungsbehörden nachfragen, wenn ihr zum Beispiel persönlich betroffen seid oder als Zeugen in Frage kommt. Es ist an dieser Stelle meist ausreichend, eine CO-Adresse anzugeben, unter der man Briefe empfangen kann. Denn die TäterInnen haben das Recht, über ihren Anwalt die Ermittlungsakte einzusehen. In den meisten Bundesländern ist es so geregelt, dass die Adresse der Betroffenen entfernt wird, wenn es sich um Hasskriminalität handelt. Ob das allerdings immer funktioniert und ob die Fälle auch als Hasskriminalität deklariert werden, das kann man natürlich vorher nicht wissen. Wenn du hierbei Probleme oder noch Fragen hast, dann wende dich gerne an uns. Wir stellen dir gegebenenfalls auch anwaltliche Hilfe zur Verfügung. Es ist wichtig, dass wir Opfer von Anfang an aufklären und beraten, vor allem schützen, damit sie wissen, was auf sie zukommt in diesem rechtlichen, administrativen Weg. Vor allem ist es aber auch wichtig, dass Haterinnen und Hater Konsequenzen spüren, rechtliche Konsequenzen vor allem, damit sie dann auch in Zukunft wissen, was das für Konsequenzen mit sich bringt, Menschen zu beleidigen oder zu bedrohen. Was noch davor abschreckt, Hate Speech und digitale Gewalt anzuzeigen, ich schätze der große Aufwand, die Bürokratie, den Anwalt oder die Anwältin, die man sich nehmen muss, die Beweise, die man erbringen muss, die Vernehmungen beim Staatsschutz, teilweise auch in anderen Städten. Das alles sind mit Aufwand, den man vorher nicht hatte und natürlich auch fremd für einen. Und dann kommt man sehr schnell in eine ängstliche Situation. Ja, tatsächlich ist es gar nicht so easy, juristisch gegen digitale Gewalt vorzugehen, weil man einfach richtig viele Sachen beachten muss. Und das ist genau dann der Punkt, wo Hated auch ins Spiel kommt. Also was wir den Betroffenen anbieten können, ist Entlassung, indem wir einfach schon mal prüfen vorab, ob sich der juristische Aufwand lohnen würde. Und außerdem können wir schauen, ob die Beweismittel der Betroffenen ausreichen, um vor Gericht Bestand zu haben. Und ja, im laufenden Prozess dann eben auch korrespondieren mit Behörden, die relevant sind, mit Staatsanwaltschaften und so weiter. Und ja, die Situation für die Betroffenen so in dem Sinne etwas entlasten und einfacher machen. Soweit ich weiß, kommt es bei Beleidigungen und Verleumdungen seltener zu Straf- als zu Zivilprozessen. Da schrecken sicherlich die Kosten ab. Ich wüsste jetzt nicht, was man im Zweifel zahlen muss. Es ist aber nicht wenig. Eine Besonderheit von Beleidigung und Verleumdung ist, dass es hierbei um sogenannte Antragsdelikte handelt. Leider werden solche Ermittlungsverfahren oftmals von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Wir setzen uns dafür ein, dass die Betroffenen trotzdem ihre Rechte durchsetzen können. Zum Beispiel auf zivilrechtlichem Wege, wo sie durch eine Abmahnung oder eine Klage erreichen können, dass die TäterInnen verpflichtet werden, alle Beiträge dieser Art zu löschen und so etwas in Zukunft auch nicht zu wiederholen. Leider ist eine solche Klage mit sehr hohen Kostenrisiken verbunden. Deswegen bieten wir bei HateAid eine Prozesskostenfinanzierung für die Betroffenen an. Die ist ganz ohne Kostenrisiko. Nur dann, wenn neben der Löschung von Inhalten auch ein Schadensersatzanspruch gegen die TäterInnen verwirklicht werden kann, fließt dieser nicht an die Betroffenen, sondern an HateAid zurück. Wir nennen das solidarisches Prinzip, weil wir aus diesem Geld wiederum die Prozesskosten für andere Betroffene bezahlen. Politisch aktiv zu sein ist kein Zuckerschlecken. Schon innerhalb der eigenen Partei und zwischen den anderen Parteien auch nicht. Erst recht nicht mit Angriffen von außen. Aber ich würde mich immer wieder so entscheiden, es ist sehr wichtig, sich zu engagieren. Und ich kann nur jeden ermutigen, oder jede ermutigen, sich in ihrer Stadt zu engagieren. Wenn verschiedene Menschen sich in ihren Kommunen politisch engagieren, können wir die Bewegung aufhalten, die das Unsagbare zum Mainstream machen wollen.